Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zaptec Agents. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Wir befinden uns immer noch in Stage 1, aber nicht mehr so lange. In der gestrigen Folge haben wir den Beneath Teleporter gemacht, also dieses wunderbare Ding, mit dem wir in die Beneath Dimension kommen. Und das ist auf jeden Fall ziemlich nice, denn da wollen wir heute auch hin. Denn mit diesem neuen Achievement, mit dem Beneath Teleporter, haben wir eine neue Gabelung für Achievements geöffnet. Und zwar einmal eine eher magische Richtung hier oben mit Astro Sorcery und eine eher technische und automatische Richtung mit Battle of Mods hier unten. Und das beides können wir jetzt angehen, indem wir ins Beneath gehen. Denn wir bauen einmal Aquamarin. Das findet man normalerweise in Seen und Flüssen und sowas am Boden in Sand. Aber hier ist es eben im Beneath und außerdem brauchen wir Black Quartz, damit wir praktisch in die technische Richtung weitermachen können. Aquamarin finden wir in der oberen Schicht und Quarz in der unteren. Da bin ich sehr gespannt, wie wir da ganz hinkommen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder hier rein. Ich habe mir auch noch ein paar mehr Fackeln gemacht, damit wir hier im Beneath auch was sehen. Denn wenn wir hier im Dunkeln unterwegs sein sollten, dann wird das sehr, sehr schnell sehr ungemütlich. Und mir fällt gerade ein, vielleicht sollte ich nochmal meinen Dowsing Rod mitnehmen, damit wir schneller an Erze kommen, beziehungsweise schneller finden, wo Erze sind. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Also ganz kurz hier reingedüdelt. Der Dowsing Rod ist wahrscheinlich hier drin. Nein, ist er hier in den Werkzeugen? Ja, da ist er. Ich glaube, ich hätte sogar einen Inventar gehabt. Verdammt, ich habe mir letztens einen zweiten gebaut, als wir unterwegs waren. Und gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber okay, dann geht es jetzt auf jeden Fall wieder auf eine gute, lange Mining-Tour. You're standing too far away. Jetzt aber, jawohl, jetzt sind wir drin. Eieiei, und der röhrt hier schon wieder vor sich hin. Gut, gucken wir mal so. Wir schauen mal hier durch die Wände und gucken, ob wir hier vielleicht schon irgendwo zufälligerweise Aquamarin haben. Weil hier sind wir jetzt praktisch oben und Black Quartz würden wir dann unter uns finden. Aber auch da ist gerade noch nichts. Hier haben wir Black Quartz. Okay, doch. Also, in diese Richtung buddeln, da finden wir Black Quartz. Oh, vielleicht sind wir dann sogar, sind wir jetzt vielleicht gerade unten und wir müssen eigentlich nach oben. Ich weiß es nicht ganz genau. Müssen wir mal gucken. Aber so finden wir auf jeden Fall schon mal das Erste. Da haben wir es. Tada! Sehr cool. Sogar ein bisschen mehr noch. Also in die Richtung habe ich eigentlich gar nicht geklickt. Sondern dann haben wir praktisch hier weiter hinten nochmal mehr. Guck mal. Jawohl. Und natürlich, sehr wichtig, hier niemals vergessen, die Fackeln zu setzen. Denn wenn es hier im Beneath wirklich mal dunkel ist, dann wird das sehr schnell unangenehm, weil dann ziemlich krasse Monster kommen. Und wenn man es wirklich sehr dunkel lässt, dann kommen auch ja, sehr, sehr starke Monster, die einen, glaube ich, sogar one-hitten. Mit der Rüstung, die wir auf jetzt haben, jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es da später aussieht. Okay, sollen wir ganz kurz gucken, ob wir nach oben vielleicht Aquamarin finden. Denn das ist ja jetzt doch ein bisschen anders, als ich erwartet habe. Denn es heißt hier, travel to the beneath dimension and search the top of the caves for Aquamarin. Und bottom, travel to the bottom of the beneath dimension to find black quartz. Also müssen wir jetzt unten sein und über uns müsste praktisch Aquamarin sein. Ist das richtig? Wahrscheinlich. Ja gut, aber wenn das hier jetzt praktisch umgedreht ist als im Deep Dark, dann müssten wir uns jetzt auf jeden Fall mal auf dem Weg nach oben machen. Und dementsprechend buddeln wir einfach mal einen Tunnel hier irgendwie nach oben. Und schauen, ob wir das erste Mal was finden. Hier gibt es ja auch Höhlensysteme und sowas. Oder auch große offene Flächen praktisch, in die man reingehen kann. Oder vielleicht hatten wir einfach Glück, beziehungsweise ist der Teleporter hier unten erschienen. Vielleicht wurde das geändert im Modpack, weiß ich gar nicht. Egal, buddeln wir erstmal nach oben. Zwischendrin können wir wieder das hier ein bisschen mit dabei machen, damit wir vielleicht Aquamarin finden. Denn wir können ja gleich beide Richtungen freischalten. Warum denn nicht? Die erste müssen wir jetzt haben, ne? Nein! Ah, wir haben Black Quartz bekommen. Ah, vielleicht müssen wir das erst noch, genau, crushen, damit wir hier praktisch, obwohl, dann kriegen wir kein richtiges Black Quartz raus, ne? Wie kriegen wir denn das? Ah, nochmal Crush Black Quartz schmelzen. Ja, okay, das kriegen wir alles hin. Hey, hey, guck mal, wo wir angekommen sind. Wir setzen mal ganz schnell eine Fackel hier hin. Das ist nämlich nicht unbedingt so gut, wenn wir hier ohne Licht rumlaufen. Deswegen immer Licht bei sich behalten, sonst wird das hier, glaube ich, sehr, sehr schnell unangenehm. Und die Items wieder zu bekommen, ist dann, glaube ich, auch nicht so easy. Okay, also, wir sind an der Oberfläche, so gesehen, angekommen von unserem Beneath. Und hier wollen wir natürlich gucken, ob wir jetzt Aquamarin finden oder ob wir vielleicht sogar noch weiter hoch müssen. Aber ich glaube, noch weiter oben ist dann nur noch... Oh, stimmt. Und Mobs im Beneath, kann man sich gleich merken, haben doppelt so viel HP wie, wie in der Overworld. Zumindest glaube ich das. Okay, also wir wollen mal vorsichtig hier ein bisschen weiter vorschreiten und gucken. Ja, guck mal, das geht ja einfach 34 HP.
Das ist halt schon heftig, ne? So. Und wir wollen natürlich immer Ausschau halten, ob wir irgendwo Aquamarinen finden. Ich weiß nicht genau, wie das hier vorkommt. Oh, Hilfe. In welchen Vorkommen das hier ist. Also, ob das einfach eine Wand ist oder wie das Ganze aussieht. Das müssen wir jetzt gleich mal rausfinden. Okay, ich habe gerade mal ein bisschen nachgelesen. Und das Aquamarinen spawnt wirklich ganz oben in der Decke von dem Beneath. Das heißt, nicht auf der Ebene, auf der wir jetzt gerade sind, sondern wir müssen praktisch hier hoch, wo wir noch nicht mal hingucken können. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn ich weiß nicht, wie viele Blöcke das sind. Kann auch sein, dass wir gar nicht genug Fackeln oder so dafür haben. Das heißt, am besten gehen wir jetzt nochmal nach Hause, holen uns ein paar Leitern, genauso wie nochmal ein paar mehr Fackeln. Und dann bauen wir uns hier einfach irgendwie einen Turm mit einer Leiter hoch. Und ja, dann können wir gucken. Oh, ich mache hier gleich mal den Weg geil. Und dann können wir gucken, ob wir da oben Aquamarinen finden. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber halt ein bisschen anstrengend, ne? Gut, wieder von zu Hause fertig. Wir haben jetzt mehr Eisen, Stack Leather, 1,5 Stack Leather und einen knappen halben Stack Torches. Ich hoffe mal, dass. Ah ja, wie coole Geräusche das macht. Ich hoffe, das reicht von den Sachen, die wir jetzt hier haben. Sehen wir dann gleich, wenn wir da hochkraxeln. Ich denke, es könnte trotzdem noch sehr knapp werden, aber ja, mal schauen. Einfach mal hoffen. Boah, guck mal, wie übertrieben schnell das hier einfach geht, ey. So geil. Stell dir mal vor, wir hätten den Step Assist nicht mehr. Das wäre ja mal komplett Horror gewesen ohne Step Assist. So, ich hoffe mal, hier ist über uns frei. Deswegen gehen wir einfach mal, hier würde ich sagen, gehen wir jetzt straight hoch. Wir machen das Ganze mal irgendwie so, dass wir praktisch Leitern. Ha. Die Frage ist halt, oh verdammt, wir könnten uns natürlich jetzt so hochbauen und dann später runterhüpfen und dann praktisch einfach Leitern bauen, wenn wir nochmal hoch müssen, falls es nicht reicht, was wir hier bauen. Das wäre vielleicht eine Option, ne? Sollen wir das einfach mal machen? Ist natürlich nur jetzt immer gefährlich, weil wir praktisch, ja, sehr schnell an... Uiuiui, wir sind hier, okay. Weil wir sehr schnell Licht verlieren, genau, das wollte ich gerade sagen. Denn wenn wir Licht verlieren, dann ist das nicht so gut. Okay, aber hier ist nicht viel. Ah, es geht. Geht, 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 geht. Okay, und wir bekommen ja nicht mal Fallschaden. Das ist eigentlich das Coole. Die Dockboots verhindern ja auch noch den Falldamage. Aber es ist schon noch ein Stück, ne? Jetzt sieht man zumindest schon mal die Decke. Also ich sehe die Decke. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch schon sehen könnt. Aber ja, hier aufhellen würde nicht so viel bringen. Das wäre sehr, sehr unnötig, glaube ich. Weil ihr dann immer mal wieder was sehen würdet und dann ab und zu mal wieder nicht. Okay, aber jetzt... Hier ist Aquamarin schon! Jawohl! Yay! Ja, geil! Okay, können wir das abbauen? Ja, Hilfe, dunkel. Mal machen ganz kurz hier eine Fackel hin. Oh, wie geil war das denn jetzt? Okay. Ja, nice! The Search of Aquamarine. Jawohl! Sehr geil. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich wäre jetzt tatsächlich noch ein bisschen ganz hoch gegangen. Zum Glück haben wir das davor noch gefunden. Oh, nice. Okay. Also wir hätten hier zumindest schon mal Aquamarine gefunden. Vielleicht reicht die Höhe hier tatsächlich schon. Oh, hier ist noch mehr. Ja. Boah, perfekt. Man sieht das hier leider nicht, wenn man draufklickt. Also da steht nicht dran, auf welcher Höhe man das findet oder so. Aber das hier scheint zu reichen. Weil unten haben wir gar nichts gefunden. Aber hier jetzt praktisch die Ebene höher finden wir wieder Aquamarin en masse. Ja, geil. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken hier mal nochmal ganz kurz ein bisschen nach Aquamarin. Und nehmen mit, was wir finden können. Hier vorne ist nochmal was. Und dann gehen wir wieder nach Hause. Dann haben wir alles, was wir aus dem Beneath wollten, für jetzt schon mal abgehakt. Und dann können wir jetzt eben wieder die nächsten paar Folgen in zwei komplett verschiedene Richtungen gehen. Denn ja, die letzten Folgen waren schon so ein bisschen sehr magisch durchdringend, sage ich mal. Also was jetzt Blood Magic und Abyssalcraft und sowas angeht. Deswegen könnten wir jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen Technik gebrauchen. Das hatten wir jetzt schon sehr lange nicht mehr. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Richtung Better with Mods. Da habe ich nämlich super Bock drauf und... denn danach können wir praktisch ins, in die magische Richtung wieder gehen, also zu Astral Sorcery! Flatsch! Sehr cool. Hätten wir, glaube ich, auch so überlebt, denn ich glaube, die Dockboots, die fangen Fallschaden ab. Ich weiß nur nicht, wie hoch. Kann sein, dass nur 10 Blöcke abfangen, aber hat zumindest schon funktioniert. Gut, dann düsen wir hier nach unten. Mein Gott, ich kann fast nicht reden teilweise. Ah, aber das ist doch sehr, sehr schön. Leitern haben wir eigentlich auch nicht gebraucht. Da haben wir ein bisschen zu viel nachgedacht. Deswegen haben wir jetzt keine Sticks mehr. Aber, na gut, Sticks bekommen wir relativ easy, glaube ich. So, raus geht's wieder. Aua! Help! Oh mein Gott! Okay, das war jetzt nicht unbedingt die beste Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Da sollten wir vielleicht gucken, dass wir da das Ganze ein bisschen beheben können. Okay, aber wir sind wieder zu Hause. Und wir haben alles, was wir wollten. Wir haben Quarz, also wir haben Black Quarz. Und das können wir jetzt praktisch hier drin erstmal crushen. Hier steht mal 2, keine Ahnung, was das bedeutet.
Und ich würde sagen, wir benutzen auch den Grindstone hier, ne? Weil bei dem anderen brauchen wir praktisch immer ein bisschen Essen oder wir brauchen sehr viel Essen, um ehrlich zu sein. Deswegen benutzen wir lieber den, machen das Erz hier rein und der soll das hier für uns machen. Und in der Zwischenzeit könnten wir schon. Warte mal, der hatte noch Mehl, glaube ich, ne? Das müssen wir auch nochmal schauen. Ja, wir haben halt echt. Wir haben viel zu wenig Essen. Also, da müssen wir uns wirklich mal ein bisschen besser drum kümmern. Oh, da werden Beeren. Ja, essen wir lieber die Beeren. Zum Glück gerade noch dran erinnert. Denn wir müssen auch unsere Fruchtlevel ein bisschen hochbekommen hier. Oh yeah, guck mal, bald haben wir alles auf 100%. Dauert gar nicht mehr lang. Okay, also wir wollen jetzt, wie schon gesagt, in die Richtung. Oh, guck mal, hier haben wir noch mehr freigeschaltet. Wir wollen in die Richtung Technik gehen. Das heißt, Better with Mods, die Sachen, die wir zum Beispiel hier schon hatten mit dem Grindstone. Und damit wir hier nicht mehr den Handcrank benutzen können, können wir bald was Neues machen. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Da brauchen wir jetzt eben das Black Quarz für. Eieiei, unsere Sachen hier drüben haben wieder Blitze. Und das Black Quarz können wir jetzt erstmal schmelzen. Dann kriegen wir daraus nämlich das richtige Black Quarz, das wir haben wollen. Und dann geht es wieder ab. Sind hier eigentlich Bäume gewachsen? Ja, aber nicht so, dass es irgendwelche Probleme gibt. Nice. Und sind hier wieder irgendwelche Monster gespawnt? Ich hoffe mal, dass hier nochmal was spawnen, damit ich euch das mal wieder zeigen kann. Das wäre eigentlich ganz cool. So, wir haben das erste. Da ist es. Black Quartz, Power of the Quartz. Haben wir jetzt fertig. Nice. Und jetzt seht ihr, geht es hier weiter. Es geht mit der Axel F. Mechanical Power needs to be routed using an Axel. You can connect them directly to waterways and windmills or gearboxes. You can have no more than 3 axes between each gearbox or source. Und dann haben wir hier das What are we doing? Das ist ein geiles Wortspiel. Okay. Getting started in mechanical power will require a source such as better with mods water wheel. Okay. Ich glaube, ich will lieber eine Windmühle benutzen, weil ja, wir haben bei uns jetzt nicht unbedingt so den besten Wasserlauf irgendwie. Deswegen gehe ich lieber auf die Wind. Oh, ich habe gerade gedacht, da läuft wieder ein Zombie. Ich würde lieber auf die Windschiene gehen. Aber das können wir dann später nochmal entscheiden. Jetzt brauchen wir erstmal die Excel. Das ist, nein, war das falsch? Gehen wir mal da Add Better with Mods ein. Da kriegen wir, glaube ich, genau das, was wir wollen. Genau das wollen wir haben. Eine Wooden Excel. Sehr schön. Davor haben wir Hemp Rope, Black Quartz. Und Hemp Rope sind Hemp Fibers. Und wenn wir Hemp Fibers herstellen, haben wir auch schon gelernt. Zum Glück haben wir auch gerade den Grindstone hier dran. Das machen wir nämlich einfach so. So, dass wir praktisch. Na los. Will er nicht? Oh oh. Wait, eigentlich so, ah nein, das geht nur hier drin, ne? Ah, verdammt. Okay, ja, dann müssen wir das wohl hier machen. Brauchen wir jetzt wieder ein bisschen was an Essen. Aber das kriegen wir dann schon noch zusammen. Blöcke können auch mal wieder raus. Und dann können wir jetzt die erste mechanische Power machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, da freue ich mich wirklich. Weil Better With Mods ist, wie gesagt, eine der ersten Minecraft-Mods, die es überhaupt gab. So, die gab es schon sehr, sehr früh. Kann man hier eigentlich irgendwas anderes machen, um das aufzufangen? Oder ploppen die Sachen einfach immer raus? Weil die ploppen ja einfach immer nur random irgendwo raus, ne? Zumindest nach meiner Erfahrung. Komisch. Okay, machen wir ganz kurz ein bisschen Hemp-Fiber. Wir brauchen ja einiges davon. Oder, warte, vielleicht kriegen wir mit 6 sogar schon genau das, was wir wollen. Ja, ein Hemp-Rope kriegen wir dann. Aber wir brauchen 2 für die Axel. Und danach können wir dann eben weitermachen. Mit den ganzen anderen Sachen. Ihr seht, hier ist so viel freigeschaltet jetzt. Wir haben Anker, den Millstone, den kennen wir eh schon. Das Windrad haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber das kommt dann noch mit. Genau, der Turntable, den kennen wir auch schon. Von einem Eimer zum Beispiel. Also um einen Clay-Eimer zu machen, brauchen wir praktisch einen Turntable. Sodass wir Ton formen können. Und dann kriegen wir unseren ersten Eimer auch. So, sehr schön. Da haben wir die Sachen. Zack. Und dann können wir uns damit jetzt 2 Sticks. Brauchen wir auch noch. Die sind noch hier mit drin ein paar. Sticker, Mehl und wieder weg. Stick nehmen wir raus. Und dann haben wir, badabam, badabam, zack, die erste, wie nennt man das auf Deutsch? Mir fällt der Begriff gerade dafür nicht ein. Das ist so schlimm. Irgendwann, wenn man eine Fremdsprache öfter spricht, wie zum Beispiel Englisch, dann hat man nicht mehr das Gefühl, dass man Sachen übersetzt in seinem Hirn, sondern man kennt es auf Englisch, aber man weiß es auf Deutsch nicht. Das ist super weird. Okay, aber da sind wir jetzt. Achse? Ist einfach eine Achse? Keine Ahnung. Und danach können wir weitermachen mit dem Waterwheel, sodass wir praktisch diese Achse hier antreiben können. Und jetzt können wir das hier nochmal wegmachen. Genau, das kann man jetzt nämlich ziemlich gut zeigen. Need to be power for early machines. Genau. Wenn wir jetzt hier unseren Millstone haben, dann könnten wir hier praktisch dieses Ding hier oben drauf packen. Und das würde sich dann später drehen, wenn wir jetzt irgendwoher mechanische Power bekommen. Und wir würden mechanische Power eben zum Beispiel aus einem Wasserrad oder einem Windrad bekommen. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt mal das Waterwheel an. Dafür brauchen wir ein Copper Gear. Dafür brauchen wir Copper Plates und ein Stone Gear.
Wie viel Kupfer haben wir noch? Wir haben 4. Oh, das trifft sich sehr gut. Und wir brauchen ein Wood Blade. Das kriegen wir mit Slime Balls. Okay, jetzt hat die Frage, nehmen wir da, ich würde sagen, wir nehmen dafür einfach das, die Slime Balls von Zombies, oder? Beziehungsweise, wie viel brauchen wir? Wir brauchen 8 Stück. Das heißt, wir bräuchten jeweils 4 für. Das könnte nicht unbedingt reichen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht müssen wir auch Reis-Slime Balls oder so benutzen. Genau. Und hier können wir jetzt das erste Mal auch Platten herstellen. Zack. Zack. Und die nächste. Bada bing. Und bada bing. Jawohl. Dann haben wir nämlich endlich mal eine Copper Plate. Das ist doch auch mal schon mal ziemlich cool. Genau. Und hier brauchen wir jetzt auch irgendwelche Wood Slabs. Die können wir auch schon mal vorbereiten aus Oak Wood. So, 12 Stück. Du kommst wieder weg. Wo ist hier der Zombie-Mann? Da drüben. Zombies sind gerade eigentlich ganz gut für uns. Weil wir praktisch. Oh, das. Ah, doch, das macht schon Damage. Gut. Hat nur nicht so viel gebracht. Ja, Zombies könnten wir natürlich nach wie vor gerade mal ein bisschen farmen, weil wir praktisch deren Fleisch jetzt brauchen, damit wir die Blutschleimbälle herstellen können. Also, das würde sich lohnen. Boah, unsere Axt ist ja eigentlich. Na gut, klar. Seit der 1.12 oder 1.10 sind Äxte, glaube ich, sehr, sehr gute Waffen geworden. Ja, das heißt, gute Waffen. Sie machen viel Schaden, aber haben eben nicht einen ziemlich hohen Schlagcooldown und so. Okay, also ich glaube, die Sache mit unserem Blut geht relativ langsam. Deswegen gucken wir mal hier. Genau, hier haben wir nämlich hier Reisseeds. Und dann schauen wir einfach mal, dass wir vielleicht unsere Reisseeds anbauen und uns damit ein bisschen schneller ein paar Sachen züchten. Das heißt, wir bauen jetzt wieder ein paar Knochen, die zu Knochenmehl werden. Ah, da können nur 16 oder so maximal rein. Das ist gut zu wissen. Hier haben wir einen Embers Freund. Hallo, mein Kleiner. Ein Magma-Golem. Ich frage mich ja, wann wir dazu kommen, ne? Ja gut, das wird wahrscheinlich noch ziemlich spät kommen, weil Ember es ja dann doch schon sehr, sehr krasse Mods teilweise hat. Bauen wir die Sachen. Okay, so wie es aussieht, bauen wir Reis einfach hier an. Da bin ich mal gespannt. Das war jetzt wirklich Reis. Okay. Gut, dann fahren wir einfach mal ganz gut so ein bisschen Reis. Oh, mein Inventar ist schon wieder so voll, ne? Und schauen wir mal, wie weit wir damit dann gleich kommen. Natürlich mit Bone Meal geht das Ganze immer noch ein bisschen schneller. Deswegen werden wir das natürlich auch benutzen. So, okay, es ist sehr viel Zeit vergangen, aber wir sind mittlerweile auch sehr viel weitergekommen. Denn wir haben 4 von unseren Blutschleimbällen und gleich haben wir auch den vierten von unserem Reisball, der praktisch als Slimeball zählt. Und damit haben wir 8 Stück und mit diesen können wir uns jetzt das Edgebitter with Mods Water Wheel bauen. Zumindest schon mal den Anfang. Also die Wooden Blades können wir uns machen. Na, okay, es wird noch ein bisschen Holz. Das kommt noch mit dazu. Haben wir hier noch Holz? Nee, verdammt. Okay, dann müssen wir auch noch mal ganz kurz Holz holen. Ich habe auch gerade was ausprobiert, was auch mal in die Kommentare geschrieben wurde. Und zwar, ob wir hier mehrere Pferde gleichzeitig einspannen können. Das geht leider nicht. Das wäre jetzt sehr, sehr cool, wenn wir, ja, wie gesagt, praktisch 3 Pferde gleichzeitig hier arbeiten lassen könnten. Aber das geht nicht. Dafür haben wir jetzt 2 andere Pferde. Die habe ich jetzt erstmal hier angebunden und mal gucken, vielleicht können wir die für irgendwas noch gebrauchen. Aber da wir jetzt eh in die Battle with Mod-Schiene kommen, können wir bald von Pferdenergie auf Wasser- oder Windenergie umsteigen. Also das wird dann auch nochmal einfacher und hoffentlich ein wenig schneller. Theoretisch könnten wir auch die Birchwood-Planks hier benutzen, um das Ganze zu bauen. Denn dann hätten wir zumindest schon mal einen mehr. Ja, Hallöchen. Wie kann ich euch denn helfen? Die Direwolves. Ja, das sind noch mehr gewesen, ne? Ja, genau, hier haben wir nochmal einen. Warum sind ja nicht so viele? Und Hauptsache unsere. Oh, dass die immer helfen wollen, ist krass, ne? Ja, ich bin in Frieden, darf sich hinsetzen. Sehr gut. So, wir haben sogar mittlerweile eine ganze Lederrüstung bekommen von den ganzen Monstern, die wir getötet haben. Und ich wollte. Oh, haben wir gar nicht mehr. Verdammt. Okay. Dann warten wir wirklich ab, bis wir ein bisschen mehr Holz bekommen, damit wir uns mehr Slabs machen können. Und dann haben wir hoffentlich. Ah, guck mal, jetzt haben wir noch genau 2 Stück hier drüben. Dann können wir uns noch mal mehr davon machen. Und jetzt brauchen wir eben noch 4 Stück. Ja, die kriegen wir perfekt raus. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nochmal ein Wooden Gear. Dafür brauchen wir. Oh. Okay, wir brauchen entweder Glue oder Buffalo Tooth. Büffel haben wir jetzt nicht mehr so viele. Kriegen wir irgendwie Glue? Dafür brauchen wir einen Cauldron von Better with Mods. Und das ist ein Unfrayed Clay Bowl. Die machen wir wahrscheinlich auf dem Turntable. Nein. Oh, das ist ja super easy. Okay, warte. Dann machen wir uns das nochmal ganz kurz nebenbei. Haben wir praktisch das hier, Unfried Clay Bowl, und die werfen wir dann hier rein. Dann wird daraus der Cauldron und dann können wir uns daraus Glue machen, aus 3 Fleisch. Oder zum Beispiel auch aus verschiedenen. Okay, ja, Zombie-Fleisch. Ah doch, ich habe noch genau 3 Stück. Jawohl, perfekt. Warte mal.
Was machen wir mit dem Ding? Ich nehme an, das hier braucht höchstwahrscheinlich Hitze, ne? Ja, das sieht auf jeden Fall sehr danach aus. Deswegen würde ich mal sagen, wir stellen das hier irgendwo dazu. Ah, das ist alles so hässlich, was ich hier gebaut habe. Oh Gott, wo stellen wir das hin? Hier hätten wir vielleicht noch Platz. Nee, auch nicht. So, okay, dann kommt hier jetzt nochmal so ein Low-Grade-Charcoal-Block hin. Dann machen wir hier wieder Feuer mit ein paar Sticks. Und oben drüber kommt unser Cauldron. Ich hoffe mal, das passt so. Dann packen wir hier unser Fleisch rein. Yes, und der fängt hier an, etwas zu machen. Also, dann kriegen wir hier hoffentlich gleich Glue raus. Ich bin sehr gespannt. Nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwie Wasser oder so mit reinmischen müssen, aber das geht jetzt hier nicht unbedingt direkt daraus hervor. Deswegen warten wir einfach mal. Und die letzten paar Prozent schreiten voran. Wir haben gleich den letzten Pixel erreicht. Da sind noch ein paar mehr. Und letzter Pixel. Komm schon, es passiert nichts. Warum passiert? Doch, da ist es. Jawohl. Wir haben Glue bekommen. Okay, sehr schön. Neues Item, neuer Block mit dazu, neue Rezepte. Das ist doch alles sehr, sehr schön. Und dann haben wir jetzt hier noch praktisch ein bisschen Holz, das wir noch mit dazu bauen und noch mehr Sticks. Dann holen wir uns das ganz kurz mal hier raus. Wir bauen 1, 2, 3, 4 und wir brauchen 4 Holz. Ups, andersrum. Ah, wir nehmen aber alles mit. Können wir eh noch gebrauchen. Und dann können wir uns hier schon mal das Wooden Gear bauen. Da ist es. Und das wird dann umrandet mit Stein, damit wir ein Stone Gear bekommen. Und das wiederum umranden wir dann mit unseren Bronze Copper Plates, damit wir ein Copper Gear bekommen. Und dann können wir uns unser Waterwheel machen. Jawohl, da sind wir. Guck mal, und jetzt sind wieder neue Sachen freigeschaltet. Freigeschalten oder freigeschaltet? Bin mir nicht ganz sicher. Jetzt haben wir hier Grinding Your Gears, die Gearbox, damit wir praktisch Sachen übertragen können. Und hier der Turntable. Aber gut, das Waterwheel haben wir jetzt praktisch schon mal hier. Wir brauchen jetzt aber eh, glaube ich, noch die Gearbox, damit wir das ganze Ding überhaupt benutzen können, ne? Ah, das weiß ich jetzt alles gar nicht mehr ganz so genau. Aber theoretisch hätten wir jetzt die Möglichkeit, hiermit praktisch Energie zu erzeugen. Wir machen das einfach mal hier hin. Das Waterwheel kommt nämlich dann praktisch da dran. Erinnert sehr krass an Immersive Engineering, mit dem einzigen Unterschied, dass das ganze Ding hier praktisch keine komplette Hitbox hat, sondern dass sie sind alles nur, ja, wie soll man sagen, nicht existierende Blöcke. Die sind alle nicht da, sondern das Waterwheel ist praktisch nur hier in der Mitte an unserer Achse. Also Excel befestigt und dann könnten wir das, ich glaube, wir müssen abbauen, damit wir das runterbekommen. Dann könnten wir das hier praktisch auch wieder runterholen und dann können wir es natürlich irgendwo anbringen, wo es Sinn machen würde. Ich weiß zurzeit nicht, wo das ist. Also, wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht unbedingt die besten Wasserquellen, was das Ganze angeht. Also müssten wir einfach mal schauen, wie wir das am besten lösen. Wir haben jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, ja, Sachen super krass irgendwie zu betreiben. Also wahrscheinlich müssen wir wirklich erstmal irgendwo anders hinziehen. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Glimmering-Ding. Das habe ich letztens vor einer Folge irgendwann mal gesehen. Hier, wo ist das? Das ist von. Oh, lass mich die aufsammeln. Ich weiß nicht mehr, woher das kommt. Von Ember Roots and Sue oder so. Und ich wusste nicht, was das macht. Also ist, glaube ich, wirklich nur Deko, das Teil. Es gab wohl mal einen Bug. Ah, lass mich die aufsammeln. Oh, es sieht so schön aus und es blinkt und macht coole Geräusche, aber es kann nichts. Es hat mal Glowstone gedroppt, aber das tut es nicht mehr. Das wurde schon gefixt. Aber es sieht eben cool aus und ich habe keine Ahnung, was es macht. Wenn jemand von euch weiß, was das ganze Ding hier macht, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten machen wir da. Ja, lassen wir das erstmal hier ein bisschen rumfliegen. Okay. Also, wie gesagt, es könnte sein, dass wir. Vielleicht können wir hiermit was machen. Warte mal, jetzt mal kurz überlegen und schlafen. Also die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle und die für mich auch ziemlich interessant ist, ist, ob wir vielleicht das Wasser von Aquädukten benutzen können, um damit unsere Wasserräder zu betreiben. Das will ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich würde dafür gerne hier praktisch einen Flusslauf machen, von unserem Brunnen weg, dass wir dann praktisch ja, den Block hinnehmen, so gesehen. Genau. Und, huiuiui, okay, hier geht es ein bisschen nach unten. Dass wir dann praktisch hier in die Richtung das Ganze weiterlaufen lassen. Und unsere Pferde, die müssen dann natürlich erstmal umziehen. Aber vielleicht würde das da funktionieren. Das wäre interessant. Deswegen mache ich gerade mal ein bisschen mehr Clay. Den haben wir nämlich leider vercraftet das letzte Mal. Und, Hilfe. Pferd schubst mich einfach weg. Hallo, aus dem Weg. Ich bin dein Herr. Du musst mir gehorchen, nicht andersrum. So, dann machen wir da. Ah, nee, können wir auch nicht unbedingt wegmachen. Na, sah das nicht so ganz gut hier. So ist okay. Und dann müssen wir es natürlich gucken. Wir brauchen das Wasser Waterwheel praktisch ein bisschen erhöht. Ich glaube, das war jetzt 3x3 oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wenn wir das jetzt so auf die Höhe hier machen, dann könnte das vielleicht sogar schon reichen. Also, dass wir das hier hinbauen und Waterwheel hier rein. Ja, das sieht gut aus. Vielleicht sogar noch einen tiefer.
dass das Waterwheel praktisch im Wasser wäre. Und vielleicht reichen die Aquädukte aus, weil wir haben ja dann praktisch wirklich eine Strömung. Und dann könnte es tatsächlich reichen. Dann müssen wir natürlich nur noch das Ganze irgendwie umlenken. Also am besten bauen wir das andersrum auf, dass wir praktisch hier dran die Wand haben und wie die Energie dann hier rüber packen. Das wäre, obwohl, das können wir nicht, ne? Weil wir hier das, schwierig. So, dann wollen wir uns schon mal die ersten Aquädukte machen. Mehr sind noch in the making, würde ich einfach mal sagen. Das heißt, wir kloppen hier jetzt gleich mal einen Block auf. Und zwar diesen hier. Da kommt dann wieder ein Aquädukt hin. Und dann können wir das hier schon mal alles richtig verlegen in die richtige Richtung. Bis hier rüber. Wie gesagt, wir haben jetzt nochmal 6 Stück. Das heißt, wir würden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau bis zum Ende vom Wasserrad. Das wäre perfekt. Und ich habe das Ganze jetzt eben auf die andere Seite gebaut. Was passiert eigentlich, wenn ich den Block hier abbaue? Bleibt stehen. Oh, hello, fancy. Okay, das sieht jetzt nicht unbedingt so realistisch aus. Aber hier kommt dann eben entweder eine zweite Achse oder eben eine Gearbox oder sowas hin, damit wir das Ganze auch umlenken können. Und dann können wir hier eben anfangen, unsere erste Energie, ja, unsere erste mechanische Energie zu machen. Oh, ist das Pferd fertig? Glaube, ja. Yeah, perfekt. Okay, dann kriegen wir kriegen jetzt nur 3 nochmal raus, ne? Verdammt, also brauchen wir doch nochmal ein bisschen mehr Clay. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Das reicht auf jeden Fall noch. Wir brauchen 12 Stück für 3 Clay-Blöcke. Dann los, los, auf. Und dann machen wir das so. Und dann fehlen noch die letzten 3. Dann würde das Wasser bis hier rüberlaufen. Und wir können es ja jetzt einfach schon mal ausprobieren. So, Wassermarsch. Dann bilden sich hier immer wieder neue Quellen, von denen das Wasser aus fließen würde. Okay, also es sieht bis jetzt nicht so aus, als würde er sich drehen. Vielleicht liegt das auch nur daran, dass das Ganze den keine Animation hat, das weiß ich nicht. Aber das finden wir dann eben eher ein bisschen später noch raus. Das sehen wir noch. Vielleicht ist es einfach zu wenig Platz. Also vielleicht muss das ganze Wasser einen tiefer, damit er praktisch an der Unterseite entlang streift. Obwohl die Textur halt wirklich nur bis zu dieser Seite hier geht. Also wenn man sich das hier anguckt, die Textur, die geht wirklich nur sogar weniger, 2 Pixel weniger als zu diesem Block. Also es würde keinen Sinn machen, dass das Wasser tiefer sein müsste. Eigentlich wäre es so genau richtig. Na, müssen wir gucken. Warten wir noch auf die letzten. Die haben wir jetzt auch fertig. Und dann finden wir das heraus, ob sich dann was tut. Und wenn nicht, dann müssen wir auf die nächste Folge warten. Denn der können wir dann... Zack, zack. Oh, es dreht sich. Jawohl, okay, es funktioniert also doch. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Und es macht sogar Geräusche nebenbei. Also das ist doch cool, oder? Damit hätten wir jetzt praktisch schon mal... Ja, das hier ist nicht so schön, das gebe ich zu. Aber wir hätten damit fast praktisch unsere erste mechanische Energie. Und wenn wir jetzt noch irgendwie eine Gearbox bekommen, das ist auch das nächste Achievement. Die ist allerdings ein bisschen schwerer zu bauen. Genau, die Gearbox. Dafür brauchen wir Wooden Gear. Ja gut, wir brauchen 2 Bronze. Oh, warte, wir haben sogar noch Bronze. Oh, das könnten wir heute sogar noch schaffen. Ja, geil, Omatico. Okay, pass auf. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin heute. Dann können wir nämlich in Zukunft unseren Grindstone, den wir immer von Hand betreiben mussten, benutzen, um jetzt alle Sachen zu grinden. Dann ist die Horsepower praktisch weg und wir kümmern uns in Zukunft nur noch um die coole Power. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Rotten Flesh, weil ein einzelnes weiß ich nicht, was passiert. Deswegen gehen wir noch mal ganz kurz in die Hunting Dimension, da oben ist die Spinne, und holen uns die nötigen Sachen, die wir dafür brauchen. Generell holen wir uns mal alle nötigen Sachen, die wir dafür brauchen, und dann sehen wir uns gleich wieder, denn so viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. So, ich glaube, wir haben alle zusammen, was wir brauchen. Wir brauchen ein bisschen Hemp Rope für unsere Achse. Wir brauchen die wunderbare Wooden Axel. Davon machen wir gleich 2 Stück, denn wir wollen das Ganze gleich auch noch benutzen. Und dann haben wir, genau, die Wooden Gears brauchen wir noch einmal. Die machen wir uns mit dem Glue. Der Glue müsste in dem Cauldron mittlerweile auch fertig sein. Sehr schön. 2x Glue von Better With Mods. Und dann können wir Nummer 1 und 2 und das Ganze machen wir mit... Oh, nein. Okay, aber die sind auch fertig. Verdammt, ich habe vergessen die Sachen. Nein, wo sind sie? Doch, ich habe sie im Inventar. Er hat nur das Ore Dictionary scheinbar nicht erkannt. So, da sind wir. Wooden Gearbox. Gearboxes get overpowered when the windmill spins too quickly. Disable it with redstone before this happens. Okay, das wollen wir nicht. Aber hier steht nur mit der Windmühle dran, dass das passiert. Nicht mit der Water Wheel. Nice. Jetzt haben wir noch mehr freigeschalten. Freigeschaltet. Oder nein, in dem Fall ist es freigeschalten. Oh, ich rede einfach nicht mehr. Es tut mir so leid. Das heißt, wir haben jetzt ein Turntable und wir können dann bald endlich einen Bucket machen. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist, dass wir jetzt dieses Holz hier wegmachen. Wir machen unsere Gearbox jetzt nämlich einmal hier dran und wir nehmen endlich unseren Millstone, unseren Grindstone von hier drüben weg und der kommt jetzt praktisch hier unten dran, denn das Ding kann jetzt praktisch seine Energie hier rüber übertragen. Nicht unbedingt so, wie wir es gebaut haben. Das macht dann nicht mehr so viel Sinn.
Machen wir das einfach mal ganz kurz hier dran. So, dann müsste sich das auch wieder drehen. Und wenn wir jetzt mit Shift-Rechtsklick der leeren Hand hier drauf gehen, dann haben wir hier praktisch warte, das müssen wir jetzt auch nochmal drehen. Können wir die Gearbox nämlich drehen. Und wir wollen praktisch diese Seite, diese wollen wir vorne haben. Das ist nämlich der Input der Energie. Und wenn wir jetzt hier das Ding drauf machen, so, dann sehen wir, das dreht sich. Denn das hier ist praktisch der Output. Das entsteht automatisch, wenn ihr hier eine Achsel dran macht. Und jetzt haben wir hier Block the Mist und there's too many solid blocks around. Oh, okay. Also wir könnten das hier und das hier wegmachen. Dann funktioniert's. Okay, aber dann dreht sich halt unser Wasser nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Ja, wie machen wir das? Verdammt. Aber es ist hier Solid Blocks, ne? Vielleicht können wir da hier einen Wooden Slab oder sowas dran machen. Vielleicht funktioniert das. Das hier und das hier. Ja. Ha, guck mal, Alter. Schlau im Hirn. Minecraft kenne ich. Okay. Also, jetzt haben wir praktisch einen Millstone, den wir einfach so benutzen können. Das heißt, wir können hier einfach unser Hemd reinwerfen und das wird jetzt automatisch von unserem Millstone hier vor sich hingegrindet. Normalerweise. Vielleicht ist er immer noch geblockt und es funktioniert nicht. Doch, es hat funktioniert. Wir haben nur keine Progression Bar hier dran. Also wir sehen nicht, wie weit er damit kommt. Aber ja, es funktioniert alles. Wir erzeugen jetzt mit unserem Wasserrad mechanische Energie, leiten die ganze praktisch in dieser Gearbox hier um und kriegen das in unserem Millstone hier drüben dann fertig raus. Weiter geht es dann demnächst mit dem Turning Table, damit wir praktisch Ton formen können. Und dann können wir uns den ersten Eimer machen. Und danach geht es, glaube ich, bald in Richtung Astro Sorcery weiter mit ein bisschen Magie. Aber ja, das war es heute von der heutigen Folge. Siftic Ages, wenn es euch gefallen hat, dann lasst super gerne eine Wertung da. Wir sind jetzt wieder in einem neuen, relativ großen Zeitalterfortschritt angekommen. Also ziemlich nice eigentlich. Gut, das war es heute von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen 15 Uhr geht's weiter. Haut rein, habt einen wunderschönen Tag. Und bis dann, ist in der zwei Schimmerigen Dinger. Tschüss.